Bitte. Wunderschönen guten Tag, liebe Menschen auf dem Erdkreis, egal wo ihr seid, weil das betrifft letztendlich alles, denn die preußische Identität, wenn die in die Welt getragen würde, gemäß der revidierten Verfassung des preußischen Staates von 1850, Artikel 10, der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung finden nicht statt, in Verbindung mit dem allgemeinen Landrecht preußischer Staaten von 1794. Ja, und da haben wir natürlich aufgesetzt und weitergemacht. Und der Jochen ist durch viele Schreiben, die aus diesem System an ihn, und hin und wieder bekomme ich auch ein Schreiben, ich habe auch eine ganz tolle Erfahrung mitzuteilen, vom Passamt bzw. Bürgeramt der Stadt Bremerhaven, aber das machen wir nacheinander. Und so kommen wir in diesem System weiter. Und für mich steht eins fest, haltet euch an die geltende Ordnung, denn dort ist der Schlüssel. Und jetzt, it's your turn now. Schönen Dank. Fangen wir einfach mal an. Ich möchte jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, ich werde dich nie wieder, weil das ist eine Beleidigung, nie wieder Herr Kramer nennen. Du bist klar. Echt nicht? Ja, weil ich nur mit Menschen rede und nicht mit Personen. Jetzt werden einige sagen, jetzt geht das los mit Menschen und Personen. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig das ist? Aber das werdet ihr da gleich verstehen. Und zwar, wenn das jetzt auch im Nachgang immer nur Klaus und Jochen unten in den Bildern stehen. Ja, ich weiß. Ich aber weiß ja so aus Jux mal immer so hin und her gesagt, Herr Rechert oder Herr Kramer. Ja, genau. Das entfällt komplett. So, ich werde euch eine Begebenheit aber nicht jetzt erzählen, sondern ich... diese Begebenheit hat nur dafür gesorgt, mich hat jemand richtig sauer gemacht. Das ist ein Fehler, Freunde. Ja, richtig sauer gemacht. Weil trotzdem bin ich dem eigentlich im Nachgang dankbar. Weil immer wenn ich sauer bin, fange ich an zu lesen. Und da können wir heute wirklich jetzt alle durch den Kakao ziehen. Ich glaube, wir haben das i-Tüpfelchen gefunden, was uns fehlte. Dass die preußische Staatsbürgerschaft durch dieses System durch Annahme der Klage bestätigt ist. Da sage ich schon mal Danke für. Dass wir keine Deutschen sind, ist auch konkludent angenommen. Aber wir haben jetzt endlich, denke ich mal, herausgefunden, warum überhaupt hier Urteile, Beschlüsse, Strafbefehle und so weiter größtenteils, vermute ich aber nur, nicht unterschrieben sind. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Personen, wo das sehr wohl unterschrieben wird. Jetzt kommen wir aber zum Kasus Knaxus. Wir machen es jetzt auch gar nicht spannend. Klaus, hast du das vorbereitet? Kann ich dein Bildschirm freigeben? Was wolltest du denn? Wir werden das gleich belegen. Was wollten Sie denn wissen? Nicht, dass ich nachher wieder eine Lücke eventuell habe. Das können wir ja gleich simultan aufklappen. Und zwar erzähle ich euch jetzt was. Und zwar, es gibt diesen Begriff der Rechtsfähigkeit. Und jetzt pass auf, es gibt die einmal eines Menschen und es gibt die von Personen. Drauf gestoßen bin ich eigentlich, weil jemand von der Stadt Dortmund zugegeben hat, dass er die juristische Person angeschrieben hat. In meinem Fall jetzt Jochen Richard. Das hat er schon mal zugegeben. Und da kam ich dann so ein bisschen in Stutz. Ich denke, das gibt er schon zu, der weiß was? Ja, im Leben nicht. Ja, dann habe ich gelesen und gelesen und dann bin ich doch auf Folgendes gestoßen. Es gibt nämlich zweimal die Rechtsfähigkeit in den deutschen Gesetzen. Und zum einen im Einführungsgesetz BGB, wir haben es übrigens schon so oft angesprochen, da zählt wirklich das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber es ist wirklich ganz primitiv gemacht. Also richtig primitiv. Und zwar steht im Artikel 7, Einführungsgesetz, bürgerliches Gesetzbuch. Und was wir euch jetzt heute sagen, das ist dermaßen wichtig, das glaubt ihr gar nicht, das erklären wir euch aber. Da steht auch hier auf, dass die Rechtsfähigkeit der Person, da steht nicht Mensch, da steht Person, abhängig ist von der Angehörigkeit zu einem Staat. Ich kann das mal ganz deutlich vorlesen, wenn du magst. Nö, doch. Gut, dann nicht. Also Artikel 7 des Einführungsgesetzes zum BGB, Absatz 1, die Rechtsfähigkeit einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Ja? Wie weist man nochmal die Angehörigkeit zu einem Staat nach?
Ich glaube, in der Staatsangehörigkeit. Ne? So, und jetzt kommen Tatsachen dazu. Also ich besitze die Staatsangehörigkeit nicht. Der Besitz ist geregelt. Entweder besitzt man einen Staatsangehörigkeitsausweis. Das sind aber, soviel ich weiß, und das wird sich auch nicht verändert haben, so ungefähr 174.556. Oder man besitzt als Deutscher zweiter Klasse eine Einbürgerungsurkunde. So, und jetzt kommen wir direkt und unmittelbar zur zweiten Definition der Rechtsfähigkeit. Die finden wir im bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, Paragraph 1. Da steht Folgendes. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Vollendung der Geburt, nicht dran stören jetzt. Tatsache ist, da steht der Mensch, nicht mehr die Person. Und jetzt überlegt mal, was sie mit euch gemacht haben. Sie haben euch schön abgelenkt, diese ganzen Kommerzleute. Ihr müsst die natürliche Person haben, weil damit habt ihr Rechte. Gar nichts habt ihr. Das EGBGB ist in der Hierarchie höher angesiedelt als das BGB. Warum? Weil das EGBGB, das Einführungsgesetz des bürgerlichen Gesetzbuches, im Prinzip die Betriebsanleitung des bürgerlichen Gesetzbuches ist. Es gibt so eine Regel. Ne? Kein Gesetz ohne Einführungsgesetz. Fragt euch mal, warum die ZPO weg ist. Aber das ist alles gar nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Das hier ist Tatsache und vorhanden. Das heißt, im EGBGB, Artikel 7, wird die Rechtsfähigkeit der Personen geregelt. Im BGB die Rechtsfähigkeit des Menschen. Ich besitze die Staatsangehörigkeit Deutsch nicht. Also zählt für mich BGB Paragraph 1. Ich war trotzdem rechtsfähig, als ich geboren wurde, weil ich nämlich Mensch bin. Und der Anlass für das Ganze, das erzähle ich euch jetzt, weil wenn ihr das verinnerlicht habt, dann wisst ihr, was die hier für eine Schweinerei gemacht haben. Sie haben euch Personen aufgedrückt, die nie rechtsfähig waren. Sie haben euren Eltern, in der Regel ist es ja so, die sind hingegangen, haben euch als Kind angemeldet. Da taucht ihr auch als Mensch auf. In meinem Fall zum Beispiel, es wurde ein Knabe geboren, er trägt den Namen Jochen. Das ist der Mensch, das bin ich. Und unterschrieben haben meine Eltern. Allerdings dann als Person. Nur, blöderweise, waren auch meine Eltern schon gar nicht rechtsfähig, weil sie die deutsche Staatsangehörigkeit auch nicht besessen haben. Verstanden? Das heißt, eure Personen, und das ist völlig egal, ob juristisch oder physisch oder natürlich, ja, die ist gar nicht rechtsfähig. Was Rechtsfähigkeit bedeutet, erklären wir euch gleich noch, weil das ist jetzt nur nebensächlich. Es geht nur darum, eure Personen sind gar nichts wert. Und jetzt erklärt sich auch, warum Urteile, Beschlüsse in der Regel nicht unterschrieben werden. Wobei ich jetzt wirklich nur tippen kann, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, der bekommt auch einen Beschluss, Urteil, Strafbefehl oder ähnliches, wo eine Unterschrift drauf ist. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Zumindest bei den 174.556, also der deutschen erster Klasse in allen Belangen. Ne? Eventuell Nationalsozialisten, ich weiß es ja nicht. Ne? Gut, das haben wir jetzt soweit geklärt. Wer das verstanden hat, ist das fehlende Glied gewesen, was uns fehlte. Das fehlte. Denn sie haben die preußischen Menschen im Grunde genommen ausgeklammert, weil sie ein System nur für Personen erschaffen haben. Denn hier gelten nur Gesetze für Personen, aber eins haben sie wahrscheinlich nicht bedacht. Wenn ein Mensch, und jetzt kommt nicht dran, wie, ja, wie muss ich mich als Mensch deklarieren? Ganz einfach, ich bin nur Jochen. Ich habe eine Sippenzugehörigkeit. Ja? Ich habe keinen, in dem Sinne keinen Familiennamen, habe ich nicht. Ich habe auch keinen Nachnamen. Ich gehöre zu einer Sippe. Mehr sagt der, dieser Teil des Namens gar nicht aus. Der ist aber für mich gar nicht mehr relevant. Ich weiß ja, zu welcher Sippe ich gehöre. Ich bin Jochen, Sohn von Gerhard, Enkel von Alfred, Urenkel von Heinrich, könnte jetzt noch weitergehen. Und die Belege habe ich. Preußischer Staatsbürger, konkludent durch das System der Bundesrepublik Deutschland anerkannt. Und deswegen gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, die wir haben. Aber eins möchte ich euch vorher noch informieren. Ich habe euch gerade gesagt, weil wir belegen ja alle. Ne? Sie haben ein System für Personen erschaffen und haben eine Menschengruppe komplett ausgeschlossen, nämlich die Preußen. Ich gebe euch jetzt mal so ein paar Hinweise. Eigentlich haben wir das schon 100-mal gemacht, aber jetzt muss man das im Zusammenhang sehen. Also GVG, Gerichtsverfassungsgesetz.
gilt nur für Personen. 1877, Deutsches Reich. BGB, 1896, 1900 in Kraft getreten. Deutsches Reich. StGB, Strafgesetzbuch. 1871, Inkraftsetzung 1872. Deutsches Reich. ZPO, Zivilprozessordnung. 1879, Deutsches Reich. StPO, 1879, Deutsches Reich. So, ihr lieben Reichstrollen, jetzt hätte ich von euch gerne Antwort. Denn ich gehe davon aus, dass der größte Teil von euch auch nicht deutsch ist. Das heißt, eure Personen sind auch nicht rechtsfähig. Da wollt ihr weiter hinterherlaufen. Dem eigenen Verderben entgegen. Dann muss ich euch kognitive Dissonanz bescheinigen. Denn jetzt haben wir eigentlich Möglichkeiten von ungeheurem Ausmaß. Wir haben die Tage aufgerufen, fragt mal an, so ungefähr, ob die öffentlicher Dienst und Deutsch. Ich kann euch übrigens sagen, ich habe da einen ganz tollen Hinweis. Erwähne ich gar nicht, weil es mich gar nicht mehr interessiert. Jetzt geht es um ganz andere Sachen. Das ist nicht falsch gewesen, kann man machen. Ne? Aber Tatsache ist, ja, man kann ohne deutschen Ausweis in dieser Verwaltung tätig sein. Da müsste eigentlich schon jeder hellhörig werden und sagen, wie geht denn das? Im Handelsrecht geht alles. Ja? Man muss nur einen entsprechenden Vertrag machen, dann läuft das wie Quellwasser. So, aber was jetzt jeder machen kann, jeder Mensch mit preußischen Wurzeln, vorweg gesagt, ihr habt alle, die den gleichen Status haben wie der Klaus oder meine Wenigkeit, die die Staatsangehörigkeit Deutsch nicht besitzen und nachweisen können, dass ihre Ahnen und Vorfahren hier gelebt haben. Da habt ihr Dokumente, aber ich kann euch versichern, das Bundesverwaltungsamt hat sie. Die sind ja ganz nervös, wenn man denen schreibt. Die schicken gleich alles zu ihrer Entlastung zurück. Also die Unterlagen sind da. Ja? Aber jetzt kann jeder seinen Bürgermeister anschreiben mit der Bitte, die Person, die man ausgestellt bekommt hat, die man in den Personalausweis gepresst kriegt. Eine Geburtsurkunde haben sie reingeschrieben. Da steht zwar auch der Mensch drin, aber da stehen auch Personennamen drin, nämlich von den Eltern. Jetzt hätte ich ganz gerne mal Nachweis, dass diese Personen in diesem System des Deutschen Reiches, was es bis heute ist, überhaupt jemals rechtsfähig waren. Ganz, aber wirklich wichtig, ein vernünftiger Brief. Und Sie mögen bitte die entsprechenden Belege dafür erbringen. Ich laufe jetzt nicht mehr hinterher, ich bin kein Deutscher, ich bin eine Negativbescheinigung. Jetzt werdet ihr mir beweisen, dass ich Deutscher bin. Das wird aber schwer, weil ich habe niemals einen Antrag gestellt. Und da ist euer Problem. Das habe ich ja schon bei Gericht gemerkt. Aber wo ich jetzt Gericht erwähne, ist eine interessante Frage. Die muss ich natürlich jetzt dem Verwaltungsgericht noch stellen. Sagen Sie mal, Sie sind das Verwaltungsgericht. Verwaltung. Und Sie haben nicht gewusst, dass die Person Jochen Richard überhaupt nicht rechtsfähig war. Eigenartig. Sehr eigenartig. Ich bin jetzt mal gespannt, Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsgericht. Da habe ich ja in dem Sinne auch noch mit der natürlichen Person hingeschrieben. Bin mal gespannt. Ihr könnt aber gespannt sein, das nächste Schreiben, das kommt nicht mehr von einer Person, definitiv nicht. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und ich will die Antworten haben und ich werde die Antworten bekommen. Aber habt ihr verstanden, was ich gerne hätte? Jetzt mal wirkliche Beteiligung. Schreibt eure Bürgermeister an. Sie sind Chef der Verwaltung. Und Sie mögen bitte für die Person, die man aufgedrückt bekommen hat, einen Nachweis erbringen. Und wenn Sie den nicht erbringen können, dann ist die Tatsache bestätigt, dass die Person, die man euch aufgedrückt hat, niemals rechtsfähig war. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Sie können das nicht widerlegen. Wo wollen Sie denn die Staatsangehörigkeitsausweise ohne Unterschrift, ohne eure Unterschrift, die ihr für die Person getätigt habt, wo wollen Sie den herkriegen? Man muss ja einen Antrag gestellt haben. Genau. Und ich habe mich ja auch vergewissert. Ich habe da in den kleinen sauren Apfel gebissen, aber nachdem wir alles wissen, dass man keine anderen Ausweispapiere bekommt als die, die sie machen, habe ich mich natürlich geopfert und habe ganz, ganz tolle Informationen bekommen. Aber das machen wir dann. Wie gesagt, ihr müsst euch an die geltende Ordnung halten, immer das Gegenüber als Mensch auch wirklich betrachten und dann mit ihm ein anständiges Gespräch führen. Und dann seid ihr überrascht, was vielleicht auch da hier und da rauskommt. Gut, ja, Jochen, du bist ja noch nicht fertig. Ganz interessant ist jetzt natürlich dann der Paragraph 1 BGB. Habe ich gerade angesprochen. Jetzt erinnert euch mal die Leute, nehmt die natürliche Person. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht wichtig, weil das EGB höher gelagert ist und wir da als Person schon raus sind. Soll ich vorlesen? Habe ich da schon zitiert, Klaus?
Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Ist so. Ja, das bedeutet, als Mensch sind wir rechtsfähig. Stört euch jetzt nicht an den Begriff, sondern ganz einfach, als Mensch hättet ihr sogar in diesem System Recht. Recht. Jetzt ist ein Problem. Sie haben ein System erschaffen für Personen. Nichtsdestotrotz steht der Paragraph 1 BGB ja drin. Wenn ich mich also zum Beispiel für irgendeinen Tünnes von der Stadt hinstelle, der fragt nach einem Jochen Richard, sind Sie das? Und ich antworte, nein. Nein, bin ich nicht. Ja? Was möchtest du, Klaus? Eine kurze Anknüpfung an die Verfassung, genannt Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, in diesem Zusammenhang. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und das, also da, und das so. Ist ja nach Ihrer Aussage die Verfassung, die höchste Rechtsnorm. Und wenn wir jetzt den Paragraph 1 BGB, Artikel 1 der Verfassung, genannt Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, und dann den Bogen schlagen zum Einführungsgesetz BGB. Übrigens, nicht, dass ihr denkt, das sind alle Kamellen, weil das ist ja noch vor 1900 alles gemacht worden. Ich habe hier ganz aktuell Wissenschaftlicher Dienst Deutscher Bundestag beschäftigen sich hier genau mit dem Thema, was wir hier gemacht haben, was wir hier jetzt gerade machen. Und zwar vom 6.2.2023, also nicht, dass ihr jetzt hier ankommt und sagt, olle Kamellen, ne? Der Deutsche Bundestag, der kennt das EG-BGB. Woanders gerät das eventuell hier und da in Vergessenheit. Ja, manchmal sind Reale auch unterwegs und wollen das einfach nie wahrhaben, dass es einen Artikel 170 EG-BGB gibt. Ne? Den mögen sie gar nicht. Die mögen überhaupt das EG-BGB nicht. Das ist ihr Problem, aber nicht mein Problem. Ich sage, haltet euch an die geltende Ordnung. Ich bin mal gespannt, ob die Gegenseite das auch tut. Denn ich habe mich, das wollte ich gerade erzählen, der Stadt Dortmund gegenüber diesem Handel da ganz eindeutig als Mensch zu erkennen gegeben. Und was macht er aus mir? Ein ganz pfiffiger. Erstmal gibt er zu, ich lese das jetzt nicht ganz vor, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Geht um Knöllchen, also nichts Weltbewegendes. Aber er schreibt mir, bei meinem letzten Besuch verweigerten Sie die angetroffene Ersatzperson, junger Mann. Wenn wir beiden uns sehen, dann zeige ich Ihnen mal ganz spontan, was der Unterschied ist zwischen einem Menschen, nämlich mir, und einer Person. Die Person wird Sie in Ruhe lassen. Der Mensch könnte anders reagieren. Weiß man nicht. Und die Ersatzperson, könnten Sie das nochmal definieren? Das Einzige, was ich gefunden habe, ist im Fußball, wird synonym verwendet für Ersatzspieler. Sagen Sie mal, merken Sie es noch? Sind Sie bei Borussia Dortmund? Wissen Sie, was die da rufen samstags? Borussia, Borussia, Preußen, Preußen, nicht? Aber da haben Sie keine Ahnung von. Das Schlimme ist, ich glaube, dass dieser Typ in Wirklichkeit eigentlich auf unserer Seite stehen sollte. Aber man hat sich ja bestimmte Rechte über die Person erworben. Aber das ist das Nächste, was ich euch gerne ans Herz lege. Egal, was ihr bekommt, GEZ, egal was, jetzt zeige ich euch mal, wie ihr eigentlich Geld sparen könnt. Mit ihren Regeln. Punkt 1, wenn die GEZ euch anschreibt, bitte weisen Sie nach, dass die Person, die Sie hier anschreiben, überhaupt hier rechtsfähig war. Und im Gegenzug immer gleich fragen, Sie haben diesen Bescheid erstellt, ob der jetzt Rechtskraft hat, ist völlig irrelevant. Sie haben den ja erstellt. Nachher bei mir als Papiermüll im Briefkasten. Ne? Weisen Sie mal nach, dass Sie überhaupt rechtsfähig waren. Jetzt kann man das Ganze schön hin und her spielen. Rechtsfähig als was? Als Person oder als Mensch? Wenn Sie nur rechtsfähig waren als Mensch, dann werden wir beiden uns garantiert mal sehen. Kennen Sie das Menschenrecht? Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn, sage ich da nur. So, aber jetzt eins dabei bitte bedenken. Deswegen, ich gebe auch immer gleich eine Warnung raus. Bedenkt, wenn, und es wird so sein, eure Person nie rechtsfähig war, bedenkt, dass euer Sparkassenkonto, Volksbank, Deutsche Bankkonto, holt vorher alles ab. Ist ein Tipp. Ist nur ein Tipp. Und jetzt wisst ihr auch, warum die digitale Währung einfügen sollen. Einführen wollen, weil nur das Bargeld ist euer Eigentum. Glaubt. Richtig. So, ich habe einige E-Mails bekommen. Ich habe auch einen ganz tollen Termin gehabt. Er hat mich dann besucht.
War ein ganz hervorragendes Gespräch. Er hatte ja die große Sorge, dass er hat ja in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt. Und wenn das jetzt alles so ist, dann bekommt er ja keine Rente mehr. Da habe ich mal mich schlau gemacht, habe da mal angerufen und habe dort die Auskunft bekommen, das ist doch völlig egal. Herr Kramer, Sie haben in eine Versicherung eingezahlt und damit entstehen auch die Verpflichtung seitens der Versicherung, Ihnen das, was nach den Bedingungen Ihnen zusteht, auszuzahlen. Das nur dazu. Gut, wenn das System nicht mehr da ist, dann müssen wir halt gucken, wie es dann weitergeht. Aber denkt an unsere Vorfahren. Was haben die alles mitgemacht? Die ganzen Kriege, der ganze Rotz, den der Bismarck und der Wilhelm I hier nach 1871 hier richtig durchgezogen haben. Es ging da auch weiter. Und wo wir jetzt wissen, dass sich das Deutsche Reich alles angeeignet hat, da gab es mal ein tolles Video, das heißt die Stiftung des Deutschen Reichs, da das Deutsche Reich nichts hatte, sondern sich der Staaten, die sie selbst in der Verfassung 1871 nennen, sich derer bedient haben, sonst hätten sie gar nichts. Muss man jetzt mal überlegen, ist es das Deutsche Reich, was die Stiftung da hatte, oder ist das das Vermögen der Staaten? Also, es ist alles da. Wir müssen es dann halt nur anpacken. Also macht euch da keine Sorgen. Und die Beiträge, ich habe übrigens auch 40 Jahre in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt. Jetzt möchte ich auch irgendwann die Leistung haben. Das klappt jetzt wahrscheinlich auch. Und da habe ich mich nämlich da erkundigt. Ich sage, Mensch, wie ist das denn? Ich hätte in eine Versicherung eingezahlt. Und dadurch habe ich natürlich auch Rechte erworben, die Leistung zu beziehen. Wie hoch die ist, das muss man dann halt beantragen. Das ist halt gar kein Problem. Also, keine Angst. Das Geld ist nicht weg. Es gehört nur jemand anders. Ach nee, das war jetzt was anderes. Entschuldigung. Also macht euch da keine Sorgen. Ne? Solange das da ist, gibt es auch die Leistung, weil die ist ja eingezahlt worden von der Person, von dem Menschen. Jetzt ist das, dieser Begriff ist tatsächlich in diesem Fall wurscht. Gut. Wollte ich nur nochmal sagen. So als Ergänzung zu den Personen, da gibt es ja juristisch und natürlich, aber habt ihr verstanden, nach dem EGBGB seid ihr da schon gar nicht mehr von betroffen. Warum? Und das war die Frage. Deswegen bin ich eigentlich so sauer geworden und habe weitergelesen und weitergelesen, bis ich drauf kam, dass das direkt und unmittelbar zusammengehört. Die Rechtsfähigkeit einmal der Person im EGBGB geregelt und einmal die Rechtsfähigkeit des Menschen im BGB geregelt. Ne? Die natürliche Person, da wird die Definition auch gerne machen. Ein bisschen angepasst, verändert. Aber eins können sie nicht. So oder so, eine Person ist nie ein Mensch. Eine Person ist ein Zettel. Ganz einfach. Aber die Definition der natürlichen Person hat mir gefallen. Der Mensch gilt als natürliche Person, ist natürlich totaler Humbug, aber weil gilt als ist so eine Annahme. Ne? Sie trauen sich nicht zu schreiben, der Mensch ist eine natürliche Person. Das trauen sich noch nicht. Aber eine zweite Definition, die ich gefunden hatte, war der Mensch in der Rolle der natürlichen Person. Da zeigen sie sogar, dass das ganze System hier ein Schauspiel ist. In der Rolle. Ja, so wie Heinz Rühmann in, na, wer weiß es, der Mann vom anderen Stern. Wie, sie haben keine Person, da kann ich ja mit ihnen gar nichts anfangen. Genau, ganz genau. Aber da wir als Menschen rechtsfähig sind, ist die Frage, wie dieses System damit umgehen will. Bin ich mal gespannt. Wird natürlich überprüft, das ist ja wohl klar. Ne? Da habe ich Spaß dran. Und das wird nicht nur bei den Städten überprüft. Da gehe ich natürlich auch zu entsprechenden Stellen und werde nachfragen, sagen Sie mal, Ihnen ist nicht aufgefallen, dass die Person nie rechtsfähig war. Das ist Ihnen nicht aufgefallen. Bitte, Klaus. Jochen, ich habe jetzt einen Verdacht. Nein. Friedrich Wilhelm IV. Hat ja nun, wie er es versprochen hat, 1848 eine Revision der Verfassung damals gemacht. Und der Artikel 10, der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung finden nicht statt. Und mit dem allgemeinen Landrecht preußischer Staaten, vielleicht mussten sie deshalb in das BGB § 1 schreiben, der Mensch ist mit Geburt rechtsfähig. Konnten sie das nicht weglassen? Das ging wohl nicht. Ich habe da eine andere Vermutung. Ja, erzähl. Weil irgendwann hat dieses System Deutsches Reich
Norddeutscher Bund ja mal begonnen. Sie wollten ja unbedingt diesen Personenstatus einführen. Das wäre natürlich von vornherein, wenn wir Artikel 7 EGBGB zugrunde legen, eine Luftnummer gewesen. Wenn aber jetzt eine Personalunion von zwei Herrschaften da ist, zum Beispiel man ist König und zeitgleich ein Bundeskasper von irgendeinem deutschen Reich, oder man ist Ministerpräsident von Preußen und zeitgleich Reichskanzler des Deutschen Reiches. Und wir dann aber etwas Ähnliches aufsetzen, zum Beispiel als Mensch, komischerweise daher kennen wir das, wir Wilhelm, das ist ein Mensch, ja, dann benutze ich im Grunde Paragraph 1 des BGB und setze meine eigene Person eventuell in Kraft und kann dann im Nachgang über meine gerade frisch erzeugte Person natürlich die nachrutschenden Minister, also die Vasallen, die Knechte, die kann ich alle darüber ernennen, weil ich ja auf einmal sogar nach eigenen Regeln meine Person erzeugt habe. Könnte so sein, ich will hier nichts unterstellen, frage ich doch mal Georg Friedrich Ferdinand von Preußen, gibt es so ein Dokument irgendwo? Könnten Sie mal bei sich in der Schublade nachgucken oder müssen Sie auch nach München fahren als preußischer Thronerbe? Ist das so? Oder haben Sie direkt Zugriff von zu Hause online? Wir haben doch Internet, ganz schnelle Leitung. Gucken Sie mal also nach, ob Sie das finden. Manchmal findet man auch Zettel. Ne? Ich arbeite ja daran, dass man dort vielleicht mal einen Gesprächstermin bekommt. Man kriegt ja auch da keine Antworten. Aber vielleicht ist der ja mal bereit, sich eine halbe Stunde was anzuhören. Das wäre doch ganz lieb mal. Damit man weiß, wo man dran ist. Denn seine Internetseite ist eines Prinzen nicht würdig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Das wäre schön. Ja, warum ist das so wichtig? Weil diese revidierte Verfassung, das Unionsparlament, bestand aus den damals Wahlberechtigten. Da war die erste Klasse, da war die Mittelklasse und da war der Adel, die Oberklasse, nenne ich sie jetzt mal, das Dreiklassenwahlrecht, vertreten. Und diese drei Klassen haben sich hingesetzt und diese revidierte Verfassung des preußischen Staates 1850 beschlossen. Es waren also auch unter den Adeligen anscheinend Menschen, die auch keine Lust hatten auf die Personalisierung. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was Friedrich Wilhelm IV. Da in Gang gesetzt hat. Und bis heute gültig. Ja, Jochen. Also ich habe nur gehört, die Stimmgewichtung im Dreiklassenwahlrecht war wohl folgendermaßen ungefähr. Ich habe es nur gehört, muss ich selber noch nachgucken, aber ich glaube, das stimmt. 1:8. Und jetzt fangt an zu rechnen. Also muss der größte Teil des Adels zugestimmt haben. Und jetzt müsst ihr weiterdenken. Weiterdenken. Das heißt, der Adel hat auf Vorzugsrechte selber verzichtet, um diese Verfassung durchzukriegen. Und noch ein Schrittchen weiter gedacht. Was ist die Logik, wenn das welche machen? Unter Zwang, glaube ich nicht. Kann das sein, dass das eine Zeit war, wo in den sogenannten Adelshäusern verdammt viele Menschen aufgetaucht sind? Und ja. Das passte natürlich bestimmten Leuten gar nicht. Jetzt könnten wir bei der Geschichte anfangen. Hier ist ein Napoleon quer durch Europa gezogen, vermutlich um den Personalstandard einzuführen. Aber die Preußen waren wehrhaft. Die schießen zwar nicht so schnell, aber wenn die schießen, dann mächtig. Das hat wohl nicht geklappt, weil, nehmt mal die Zeiten. Das war angeblich so um 1800, 1806 und so weiter. Ne? Und 1850 macht Friedrich Wilhelm IV. Genau diese Verfassung. Merkt ihr was? Da hat aber einer ganz mächtig gegen den Wind gepinkelt. Kann nur ein toller Mensch gewesen sein. Ist für mich auch ein Beleg dafür, ist, wie viele Statuen es von ihm gibt. Meines Wissens gibt es hier eigentlich nur noch zwei. In Köln eine ganz kleine an der Rheinbrücke. Und da, liebe Kölner, also das muss ich euch ganz ehrlich mal sagen. Ja? Das sage ich euch als Mensch. Das ist eigentlich eine Frechheit. Immerhin hat Friedrich Wilhelm IV. Dafür gesorgt, dass euer Wahrzeichen, der Kölner Dom, endlich mal fertig gebaut wurde. Habt ihr gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Aber ihr werdet sicherlich noch eine größere Statue rausholen. Kann mir nämlich vorstellen, irgendwo stehen welche. Ich weiß es nicht, aber könnte ja sein. Ihr habt doch so ein Lager. Ne? Ja, jetzt ganz kurz, Klaus, da bin ich durch. Da war gerade eine Frage. Eins muss ich fairerweise sagen. Die Verfassung 1871, dort werden die 25 plus 1 Staaten genannt.
Und aus diesen Staaten waren alle, die die preußische Verfassung im Parlament dort mitbestimmt haben. Also die dürfen wir nicht vergessen. Das versuchen sie ja alles zu vergessen. Was ist, wenn das allgemeine Landrecht preußischer Staaten, steht da ja nur, wenn das alle Staaten waren, die 1871 genannt wurden? Oh, jetzt wird es ein bisschen lauter. Gut, wir sind also weit durch. Nur ganz kurz auf den Chat. Normal mache ich keine Antwort mehr, aber da ist jemand, der fragt, ob Schlesien auch dazu gehört. Ich kenne deine Familienverhältnisse nicht. Schlesien ist preußisches Gebiet, das kann ich dir sagen. Deine Familienverhältnisse musst du selber bitte überprüfen. Und Jürgen Balzer, haben wir da alles unterschrieben? Im Grunde ist das völlig egal, wenn man Artikel 7 versteht, weil es egal ist. Auch mit der Personenunterschrift war hier nie was rechtsgültig, weil sie nie rechtskräftig war. Geschäftsfähig müssen wir überprüfen, ist aber eigentlich irrelevant. Ne? So, an dieser Stelle... Jetzt aber noch ganz kurz das Erlebnis da mit dem Personalausweis. Das will ich ganz kurz nochmal eben schildern. Ich hatte jetzt also tatsächlich einen Termin bekommen. Mein Personalausweis war abgelaufen und ich denke, jetzt gehe ich dahin. Ich muss jetzt mal wissen, was dort gespielt wird. Und wir kennen ja den Artikel 7 EGBGB nun und wir haben ja auch vorher schon einiges festgestellt. Erstmal heißt er jetzt deutscher Personalausweis. Hier steht Ihr deutscher Personalausweisantrag. Also hier steht nichts mehr von Bundespersonalausweis. Dann bin ich dort natürlich hingegangen, alles wie sich das gehört, die Bildchen und dann musste ich freiwillig, weil ich hatte ihr gesagt, Mensch, ich muss da hier Staatsangehörigkeit Deutsch eintragen. Ich besitze die deutsche Staatsangehörigkeit nicht. Ich habe auch keine Einbürgerungsurkunde. Ich habe mich sehr gewundert. Sehr freundlich, ganz tolles Gespräch, wie schnell sie geantwortet hat. Ja, sagte sie mir, das ist ja alles freiwillig, was Sie hier machen. Sie legen da glaubhaft, dass sie Deutscher sind. Das müssen Sie mir dann auch bestätigen. Das ist aber freiwillig. Ich sage, ja, das ist ja toll. Wenn ich das jetzt nicht mache, ja, dann können wir Ihnen kein Dokument ausstellen. Ach, der Begriff freiwillig hat ja seit mindestens 2 Jahren eine ganz andere Bedeutung bekommen, habe ich so das. Ich sage, ist in Ordnung. Jetzt schreibe ich das hier drauf, unterschreibe ich das freiwillig, dass ich Deutscher bin, mache Ihnen das also glaubhaft. Ich sage, was ist denn, wenn Sie mir das nicht mehr glauben? Sie sagen jetzt, Herr Kramer, wir glauben Ihnen nicht mehr, dass Sie Deutscher sind. Ich sage, was ist dann? Ja, dann müssen Sie einen Nachweis erbringen. Klingelingeling. Und das hat sie sofort geantwortet. Was haben wir seit Jahr und Tag gesagt? Es kommt der Tag, dass die Leute ein Schreiben bekommen, weisen Sie bitte nach, dass Sie Deutscher sind, denn Sie haben uns das ja nur glaubhaft gemacht. Das hat die gute Frau mir blitzartig geantwortet. Ich habe mir natürlich eine Notiz gemacht, ich habe ihr auch gesagt, können Sie da was eintragen in Ihre Maske? Ich habe mal versucht, da so ein bisschen reinzulinsen, da hat sie den Bildschirm weggedreht. Hat sie was reingetippt. Und zwar, ich habe ihr gesagt, ich besitze die deutsche Staatsangehörigkeit nicht. So nach dem Motto, wir glauben es Ihnen aber trotzdem. Müssen Sie aber freiwillig eben bestätigen. Also es war ganz toll. Man kommt natürlich nur an solche Informationen aktuell, wenn man sich an die geltende Ordnung hält und da halt hingeht. Und weil wir ja wissen, was diese ganzen Eintragungen, dass wir keine Chance haben. Ich habe das jetzt ja schriftlich. Sonst kriegen wir dieses Dokument nicht und ohne dieses Dokument kann ich kein Konto eröffnen und solche Dinge. Aber es ist alles freiwillig. Ne? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Jetzt wundert euch irgendwann nicht, dass ihr vielleicht mal eine Nachricht bekommt, macht das doch mal glaubhaft. Und dann habe ich gesagt, oh, da erinnere ich mich an meinen Großvater. Der hat immer gesagt, vergiss nie, dass du Preuße bist. Ich sage, ich kann eher nachweisen, dass ich Preuße bin, als dass ich die deutsche Staatsangehörigkeit nachweisen kann. Da lachte sie so ganz freundlich, als wenn sie es gewusst hat. Also es war ganz, ganz toll, hochinteressant. Da habe ich mir natürlich auch ein Gedächtnisprotokoll gemacht für die Akten. Ja, das wollte ich nochmal ganz kurz kundtun. Ja, wo warst du denn? Verkrümelst dich. Ich höre dich nicht.
Jetzt ist das Mikrofon wieder. Ja, ich habe es ausgemacht. Oh, was machst du denn da? So, als letzten Hinweis gebe ich euch noch für Freunde der Numerologie. Fügt mal folgende Zahlen zusammen. Artikel 7 EGBGB und Paragraph 1 BGB. Da könnt ihr zwei Zahlen draus bilden. Einmal die 17 und einmal die 71. Nur für Denker der Numerologie. Als Spaß. Bis dahin, Immanuel. Immanuel.